Ich mag ihn nicht. Ich kann aber nicht gucken, was er kann, richtig? Wie immer halt. Ich wollte ihn eigentlich nicht mit Goofy austauschen. Ich werde das erstmal so probieren. Andererseits ist es fies, dass ich Donald immer aus dem Team schmeiße, ne? Oh, seht mal. Goofys HP werden allmählich interessant. Die, ich will auf Speicher nicht aufschlagen. Die gehen so schön, die fangen jetzt an, so nach links rüber zu gehen. Weil die für den Kreis allmählich zu groß, zu lang werden, sozusagen. Ich wollte mal erst gucken, was der überhaupt kann. Abilities. Boah, Volltreffer plus, plus. Ich mach mal einen Volltreffer plus aus und mach ihm mal einen Charmeur an. Obwohl, das hat Donald, hat das auch schon, ne? Also ist das eigentlich nicht notwendig. Ich werde erstmal gucken, wie er so klarkommt. So, Status. Was ist denn dein Status? 57 HP, sieht gut aus. Angriffskraft ist ein bisschen schwächer als meine. Abwehrkraft. Level 40. Okay. Das hat mich gerade ein bisschen geschockt, bis ich festgestellt habe, dass wir alle Level 40 sind. Was mich zugegeben noch ein bisschen mehr schockt. Ich glaube, das könnte ganz praktisch sein, dass er fliegen kann. Mal schauen. Probieren wir es erst einmal aus. Oh, hi. Da geht's schon los. Wer ist das? Ich sehe nämlich nichts. Oh, ist das... Das ist Sora. Das bin ich. Nein! Oh. Rico wird echt immer nerviger. Und so weiter das Spiel fortschreitet. Autsch. So. Okay, der eine ist platt. Gib mir mal das zum Heilen hier. So, jetzt fehlt noch der Typ. So, weg damit. Weil, ist da noch was? Ich sehe es nicht. Ist auf jeden Fall immer noch alles rot. Also ich kann jetzt nicht ins Menü oder so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich mag mich hier... Ich stelle gerade fest, ich mag mich in diesem Spiel nicht in kleinen Räumen bewegen. Oh, da ist noch einer. Das, nervt hier ein bisschen wegen, Kamera. Goofy hat da ein Level Up. Wie schön, da ist eine Treppe. Da gehen wir jetzt hoch. So, und da oben war nämlich noch einer. Deswegen wird das nämlich auch nicht blau, sondern bleibt rot. Das ist ein Triotech-Symbol, ne? Ja, toll. Was so viel bedeutet wie... Obwohl, das ist ein gelbes. Das können wir noch gar nicht aktivieren. Okay, das ist gut. Da muss ich nämlich jetzt nicht zurückrennen und Donald mitnehmen. Es nervt mich, dass er mit den anderen überhaupt keine Triotech-Symbole aktivieren kann. Okay. Da ist aber noch zu. Das hätte ich mir auch denken können, dass es nicht so einfach ist, hier rauszukommen. Ah, da geht's lang. Okay. Dann gehen wir halt durch die Tür. Oh. Yay. Laufende, blöde... Oh, nee. Und Zora. Gibt's da echt jetzt so viele von diesen Zora-Gegnern? Riku, du bist irgendwie ein bisschen unkreativ, um ganz ehrlich zu sein. Oh, ich bin in das Loch gefallen. Das war nicht geplant. Warte, ich gehe nochmal kurz zurück. Vielleicht war da eine Truhe oder so. Oder irgendwas. Aber sieht nicht so aus. Okay, dann können wir doch wieder runtergehen. Oh. Plop. Achso, ich hänge hier noch. Ja, komm nochmal wieder hoch, Sora. Dann machen wir die Viecher hier mal eben alle platt. Wieso explodieren die neuerdings so schnell? Hast du die schon immer so schnell explodiert? Lass mal los, Sora. Sora, bitte. Danke. Lass einfach los. Okay. Noch ein Sora-Gegner. Sag mal, kann das sein, dass der von Peter Pan kaum Schaden kriegt? Oder... Habe ich mir das jetzt gerade nur eingebildet. So.
Ah, gut, dass die, gut, dass der Mast nicht im Weg ist. So, da ist noch was. Der habe ich gerade geheilt oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich fühlte mich eigentlich jetzt gerade nicht angeschlagen, aber irgendwas meine ich, hat Peter Pan gerade getan. Da ist noch was. Komm her. Oder sind sowieso noch ein paar mehr. Die scheinen gerade erst gespawnt zu haben. Diese kleinen schwarzen Zwerge kommen echt immer wieder. Ich glaube, die werden wir nicht mehr los in diesem Spiel. Alter, sind das viele Gegner hier. Weg mit dir. Weg. Aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Angriffskraft schon ziemlich übel ist. Kann das? So, sag mir irgendwie mein Gefühl. Ich habe wenigstens nicht das Problem, also nicht das Gefühl, dass ich irgendwelche Probleme mit diesen Gegnern hier habe oder haben werde. Die sterben doch irgendwie alle recht flott. Sind alle recht zügig. Oh, wir, das ist so ein Endlos-Respawn-Punkt. Das würde mich nerven. Aber ich glaube, der einzige richtige Endlos-Respawn-Punkt war diese eine Stelle, die wir da in, im Dschungel hatten, oder? So, und das war ein Zauber von Peter Pan. Der kann anscheinend ja die Leute hier alle stoppen. So. Alter, da sind schon wieder neue. Das geht doch echt alle mal weg, ganz ehrlich. Was ist das jetzt? Alter, Leute, das könnte jetzt ernsthaft mal aufhören hier. Ach ja, übrigens. Einige Leute hatten noch gefragt, wegen meinen Prüfungen und so, dass, ob ich Bescheid sage, wenn ich nachschreiben muss oder es geschafft habe oder wie auch immer. Ja, also ich habe jetzt insofern Rückmeldung, das, wo ich, also ein Fach, wo ich dachte, dass das ein bisschen in die Hose gegangen ist, da habe ich definitiv bestanden. Habe ich auch die Note und alles zu und dann ein anderes Fach, wo ich, also es, im Grunde waren es zwei Klausuren, wo ich das Gefühl hatte, das könnte schief gegangen sein und die habe ich beide bestanden. Das weiß ich jetzt ganz sicher. Bei dem einen weiß ich noch nicht, welche Note es war, aber die Lehrerin hat auf jeden Fall, oder die Dozentin hat auf jeden Fall gesagt, ich hätte bestanden. Insofern, ja. Die anderen drei, die da jetzt noch sind, bei denen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich nicht durchgefallen bin. Insofern dürfte das jetzt Alex gegessen sein. So kannst du fliegen? Ah. Jeder kann fliegen. Wollt ihr es mal versuchen? Ja, jeder kann fliegen, wenn man Naseweiß Puder hat. Ah, bist du immer noch böse Naseweiß? Hier, ein bisschen Feenglanz. So, jetzt kannst du fliegen. Oh mein Gott. Es klappt nicht. Und sie lacht ihn aus. Kann ich jetzt ernsthaft fliegen? Was? Wendy gehört nicht zu den Auserwählten? Offenbar gibt es nur sieben. Ah, ja genau, und sieben. Malefit sagt, sie gehört nicht dazu. So schnell wie möglich Anker lichten und alles an Ballast abwerfen, inklusive ihr. Nach dem ganzen Theater, das wir hatten? Und warum diese sieben? Was hat Malefit da überhaupt vor? Wer weiß. Solange ich Kairis Herz zurückgewinnen kann, ist mir alles egal. Du verschwendest nur deine Zeit. Das Herz des Mädchens haben die Herzlosen verschlungen. Es ist für immer verloren. Darauf wette ich meine zweite Hand. Ich werde es finden, egal wie. Captain? Ich stimme mit Captain Hook überein. Die Gefangenen sind entkommen. Aber schon noch Peter Pan ist bei ihnen. Verdammt sei dieser Peter Pan. Nun gut, denn bringen Sie mir die Geisel in meine Kabine, Schmie. Aber Dalli. Die Geisel wird Wendy sein. Das heißt, unser Ziel ist seine Kabine. Was ist Naseweiß? Oh, da ist Wendy. Peter Pan? Wendy! Schnell, beeil dich! Die Piraten kommen! Was? Ich bin gleich bei dir. Sekunde Geduld. Wendy? Ja? Ist bei dir da oben noch ein Mädchen? Ja, wieso? Aber ich glaube, sie schläft. Sie machte bisher keinen Mucks. Kairi? Kairi! Na, sie hat kein Herz. Aber sie hat sich bewegt immerhin. Hey.
Ach du Scheiße. Mandy, los, schnell nach oben. Ja. Schnell. Aber da war eine Truhe, die habe ich in der Sequenz gesehen. Hahaha, haben. Anti-Z-Gummi bestand voll. Schade. Ich kann keine mehr von denen tragen. Blöd gelaufen. Es gibt davon, insgesamt kann man 99 Stück von einem Gummi tragen. Das spricht irgendwie schon so für sich, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht fliegen kann. Um mal ganz ehrlich zu sein. Wie komme ich denn da oben hin? Kann ich hier irgendwo drauf? Und tatsächlich. Hier ist, glaube ich, ein Loch, oder? Ja. Das ist gut. Wo muss ich hin? Ach, da. In Betracht der Tatsache, dass wir gerade rausgeholt wurden, wahrscheinlich nicht. Was natürlich auch nur Sinn ergibt. Da geht's weiter. Okay. Ist das... Ah, Piratenflagge. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Totenkopf gesehen. Oder? Kann ich hier vielleicht irgendwo... Ach, ach, sieht mal, da ist ein Speicherpunkt. Gut, dass ich den jetzt überhaupt nicht gesehen habe. Das ist eine Kabine, aber das ist nicht die Kabine, genau. Die Kabine. Die Kabine des Captains. So wie es aussieht, das ist dafür ein bisschen zu... ich kann hier runter. Stopp. Zora, springst du nochmal kurz hoch? Nö. Ist ja auch egal. Warum auch? Dann halt nicht. Oh, waren wir hier? Hier waren wir gerade noch nicht, oder? Nee. Wieso mache ich denn dem Vieh kein Damage? Müssen wir erst... Das begreift mal jemand. Hat er den ganzen Damage jetzt gerade im Nachhinein gekriegt? Ich begreife Peter Pans Zauber noch nicht ganz. So, du weg. Mega Potion. Das war doch der Raum, in dem wir gerade waren. Wieso sind hier jetzt Gegner? Gerade waren hier doch auch keine. Das ist doch jetzt dieses Ding, wo... Genau, das ist voll. Dann ist es definitiv derselbe Raum. Auch wenn ich mich natürlich jetzt frage... Stopp. Wir wollen mal ein bisschen hochgucken. Hier ist nirgendwo ein Loch im Boden. Aha, hier sind zwei nebeneinander. Das habe ich vorher nicht richtig gesehen. Das heißt, wir sind jetzt gerade in das linke da reingegangen und dann aus dem rechten wieder rausgekommen, richtig? Richtig! Gut. Dann versuche ich nochmal in das linke reinzugehen. Ich hoffe, hier kommen jetzt nicht überall Monster. Ich habe meine große Klappe. So. Weg, weg, weg. Diese Technikpunkte bekomme ich echt immer nur durch Zufall irgendwie irgendwann. Immer dadurch, dass ich immer so ein bisschen rumhaue und dann irgendwie plötzlich treffe. Ja, ja. So, seht zu. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss weiter. Ich bin schwer beschäftigt. Hier sind keine Löcher im Boden, aber hier ist ein Heat Potion. Wo bin ich jetzt? In welche Tür gegangen? Achso. What the hell? Ist da eine Treppe? Was zur Hölle? Wie lasse ich die runter? Das ist ein Triotech-Symbol. Das sehe ich jetzt erst. Okay, das könnte das Rätsels Lösung sein. Das würde nämlich auch dafür sprechen, weil der Speicherpunkt hier direkt um die Ecke ist, sozusagen. Dass wir das hier benutzen sollen. So, da unten fallen wir bitte nicht nochmal runter. Triotech. So. Seht zu. Ich hoffe, die Treppe kommt runter. Bam. Ja, das klappt. Das ist schön. Tausche ich Donald wieder aus? Warte mal, welches Level bist du überhaupt, Donald? 37. Interessanterweise bleibt er ja tatsächlich nicht hinter uns, was ich extrem schön finde, weil das wird mich sonst echt nerven. Weil man sonst die anderen ja überhaupt nicht ins Team nehmen könnte. Ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Peter Pan mit. Ich finde das so enorm praktisch, dass er fliegen kann. So. Hoch da. Gut, das Problem hätten wir also auch gelöst. Wie groß ist das Schiff eigentlich? Von außen sah das nicht so groß aus, wie es von innen ist.
Oh, wir sind in der Kajüte. Rico, warte! Oh, na toll. Wieder mal ein Sora-Doppelgänger. Oh, diesmal ist er aber stärker. Diesmal hat er einiges mehr drauf als die vorherigen. Vor allen Dingen von der reinen Angriffskraft und der reinen LP her. So. Das ist echt ein kleiner Bosskampf hier jetzt gerade. Vielleicht sogar ein großer, ich weiß nicht. Sagen wir, für einen großen ist er vielleicht doch nicht ganz so ernst zu nehmen, weil ich zum Beispiel so Leute wie Ursula echt gruseliger fand als so einen Schatten-Doppelgänger von mir. So, weg mit dir. Ah. So. Hat er sich gerade gezweigt? War das gerade zwei? Nein, oder? Das habe ich mir nur eingebildet. Das sind nur ich und der eine Doppelgänger, oder? Irgendwie war ich mir gerade für einen Moment sicher, dass es zwei sind. Ich war mir übrigens gerade wieder sicher, dass es zwei waren. Wenn ich das mal gerade so erwähnen darf. Da! Tatsächlich. So. Geh doch endlich weg. Der teilt sich echt auf. Und jetzt sind schon drei. So, ich glaube, das war der richtige, den ich da gerade hatte. Oh, da ist eine Truhe. Das könnte ich mir für das Ende des Kampfes gleich mal merken. Ah, das hat mir schon jemand No Potion gegeben, okay. Ah, komm! Sei nicht so feige und verschwälz dich immer mit dem Fußboden. Ich muss gleich mal aus dem Weg rollen, so. Aua! Das bringt es irgendwie auch nicht so richtig. Verschwinden die Unechten immer? Ich glaube schon. Bist du doch der Echte, oder? Schon wieder zwei, Mann. Geh doch weg. Ist das der Echte, der verschmilzt aber mit dem Boden? Das nervt doch total. Ich habe ihn auf jeden Fall in irgendeiner Form getroffen. Welche auch immer es jetzt war. So, das war's. Peter Pan und Zora hatten ein Level-Up. Oh, und tragbare Accessoires ist bei mir hochgegangen. Das ist natürlich sehr geil.